Sind Sie schon auf Wikisana? Ich begrüße Sie wieder herzlich zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich habe mir heute eine wundervolle Interviewpartnerin eingeladen. Alexandra Kotthaus ist wieder bei mir, leitende Ärztin des Biomed Center in Sonnenberg. Und mit ihr möchte ich mich heute über das Thema Kohlenhydrat-Craving unterhalten. Wenn Sie jetzt ein paar Fragezeichen im Kopf haben, dann geht es Ihnen fast ein bisschen wie mir, aber wir werden gleich Aufschluss bekommen darüber. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Bis gleich. Liebe Alexandra, grüß dich. Hallo, schön, Alexandra. Dass du da bist. Du lachst mich aus. Nein, du musst ein bisschen schmunzeln. Okay. Es geht heute um das Thema Kohlenhydrat-Craving. Mhm. Erst noch ganz kurz. Du bist natürlich Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Und in dem Zusammenhang gehst du natürlich den Dingen auch noch, also den gesundheitlichen Themen auch noch aus einer ganz anderen Richtung aus, auf den Grund. Ne? Kohlenhydrat-Craving. Ja. Genau. Was hat's mit dem Begriff auf sich? Ich habe schon eingeleitet, manche haben da wahrscheinlich Fragezeichen im Kopf bei diesem Dinglish-Begriff. Ja, du wirst uns jetzt aufklären. Genau. Eigentlich kommt der Begriff Craving ja aus dem Suchtbereich. Mhm. Ja? Und Craving hat jemand, der Suchtdruck hat. Ne? Okay. Und der dann so, ja, und es gibt eben viele Menschen, die haben Kohlenhydrat-Craving. Und da habe ich gedacht, dann könnten wir doch mal darüber sprechen, ne, und das mal ebenso normalisieren. Weil es gibt ja diese Strömung im Moment, dass Proteine und Fette das Tollste sind, was man überhaupt nur essen kann. Und das wird ja ganz weit verbreitet. Und dann sitze ich da und dann erkläre ich dem Patienten, wie sie sich ernähren sollen. Und dann sagt eine 75-jährige Dame zu mir, und wo kriege ich jetzt meine Proteine her? Dann erkläre ich, da, also die hatte einen Zettel vor sich, da auch. Ah, okay. Wo ich dann auf der einen Seite merke, die meisten Menschen wissen gar nicht, wo überall Proteine enthalten sind, geschweige denn, wie viele wirklich man davon braucht. Und die Kohlenhydrate werden im Moment global verteufelt. Wie es eine Zeit lang mit den Proteinen gemacht wurde und wie es mit den Fetten gemacht wurde. Aber wir sind ja nicht dazu in der Lage, aus der Vergangenheit zu lernen. Es wird jetzt erstmal, alle Kohlenhydrate werden verteufelt. Und die Fette und die Proteine sind ja auch rehabilitiert. Und ich setze mich jetzt dafür ein, dass die Kohlenhydrate rehabilitiert werden. Ja, was ist Kohlenhydrat-Craving? Es ist dieses, ich habe so einen Hunger auf Kohlenhydrate. Ich brauche jetzt mal was Süßes. Ich muss Substanz haben oder so. Ja gut, manche verstehen Steak drunter, aber manche eben auch das Süße. Ja, tendenziell eher Frauen als Männer und tendenziell eher Frauen, die auch Hormonprobleme haben. Und das hatten wir woanders jetzt schon mal, vielleicht jetzt nicht in Bezug auf die Kohlenhydrate. Und ADHSler zum Beispiel auch. Oder autistische Kinder, behinderte Menschen, die haben auch oft ein abnormes, in unserem Verhältnis, abnormes Verlangen nach Süßigkeiten. Aha. Manchmal gibt denen das Umfeld dann auch Süßigkeiten. Das ist jetzt aber nicht mal, was ich meine, wie man dieses Craving befriedigen sollte, aber eben auch nicht durch Restriktion. Das ist dann eigentlich somit das Schlimmste, was man machen kann. Also du hast schon gesagt, es kommt so aus der Hormonmangel? Ja, also wenn man hormonelle Probleme hat, dann kann das auch damit zu tun haben. Es muss nicht Mangel sein. Es ist in der Regel eher ein Überschuss. Ich hatte am Wochenende auch eine kleine Diskussion mit Hormonmangel bei Frauen. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe ja vorher erklärt, wir finden Xenoöstrogene im Babyurin und bei allen Teenagern in 30 europäischen Ländern. Also ist davon auszugehen, dass auch die menopausale Frau tendenziell zu viele Östrogene hat, und zwar von den falschen. Und dann gibt es eben auch die Menschen, die zwischendurch richtig Heißhungerattacken bekommen, die aggressiv oder zumindest reizbar werden, wenn sie jetzt nicht was Süßes bekommen oder die Konzentration weggeht, müde sind, sonst nicht weiterarbeiten können. Also warum stehen gerade in Krankenhäusern nicht selten in den Stationszimmern, also da, wo die Personal zusammenkommt, Schüsseln mit Süßigkeiten rum. Ah.
Ne, da greifen relativ viele rein. Es gibt ja diese Nurses Health Study, wo man dann hinterher mal ein bisschen gemerkt hat, man wollte eigentlich Krankenschwestern auf ihre Gesundheit, auch in Bezug auf Brustkrebs untersuchen, weil man davon ausgegangen ist, dass Krankenschwestern doch bestimmt besonders gesund leben. Aber eigentlich leben die sogar besonders schlecht, wegen Stress und Ernährung. Mhm. Mhm. Und ja, und so ist also es geht nicht um, nein, es ist nicht nur Hormone, es sind auch andere Sachen. Und wenn jetzt jemand so richtig Cravings und Heißhungerattacken bekommt, dann kann der im Moment unterzuckert sein. Es muss nicht unterzuckert sein, jetzt so richtig, richtig tief im Sinne von einem Diabetiker, aber genug, dass es ihm die Laune verschlägt und dass er Hunger bekommt. Und was dann halt manchmal der Fall ist, ist, dass diese Menschen nicht mehr dazu in der Lage sind, Fette zu verbrennen. Also sie können quasi dieses Hungergefühl nicht überwinden und Fette verbrennen, die Leber dann wieder zu Kohlenhydraten macht, damit das Gehirn wieder befriedet ist. Mhm. Und das sind auch Menschen, ne, wenn man die dann auf eine Low-Carb- oder ketogene Ernährung setzt, die halten das keine 3 Tage durch. Und davon gibt es immer mehr. Okay. Ja, also das heißt, es ist in gewisser Weise auch, es ist auch ein Leberproblem. Ja, ein Leberstoffwechselproblem. Ne? Die Leber regelt ganz viel mit Zuckerauf- und Abbau. Und der mache ich noch mehr Arbeit, wenn ich, also viele Menschen wissen auch nicht, dass sie in einer ketogenen Diät einen normalen Blutzuckerspiegel haben, dass sie sogar, wenn man das mehr als 4 Wochen macht, ansteigen über den Normbereich. Mhm. Wie ich sehe, du auch nicht. Nein, genau. Und wenn ich eine Frau so richtig ans Ende treiben will mit ihrer Leber und ihren Nebennieren, dann verschreibe ich dir eine Low-Carb-Diät, am besten noch mit intermittierendem Fasten dazu. Ich bin jetzt amüsiert über deinen Gesichtsausdruck. Ja? Naja, ich stell mir das jetzt so vor. Mhm, ja. Ja, weil es muss die Leber machen, mehr Kohlenhydrate herstellen. Ja. Das Gehirn ist nicht ohne Kohlenhydrate. Das Gehirn will Kohlenhydrate. Und das findet jetzt Ketokörper, die, by the way, auch alle 3 Ketokörpern sind Säuren, auch nicht so ganz witzig findet. Und deswegen möchte ich manchmal, ist nichts mehr nach, also eine Lanze für die Kohlenhydrate zu brechen. Und was auch nicht so bekannt ist, alle Kohlenhydrate, auch die schlechten, auch der weiße Zucker, bringt erstmal den Stresspegel runter. Ja, und deswegen greifen ja auch so viele Menschen in stressigen Situationen zu Süßigkeiten, weil es kurzfristig hilft. Nehme ich jetzt die falschen Kohlenhydrate, dann komme ich aus dem Teufelskreis nicht raus. Nehme ich aber die richtigen Kohlenhydrate, dann komme ich aus dem Teufelskreis raus. Und so ist es mit ganz vielen Sachen in der Natur. Wähle ich die natürliche Variante, habe ich einen gesundheitlichen Benefit. Wähle ich die unnatürliche Variante, geht es weiter runter. Inklusive Nebenwirkungen. Inklusive Nebenwirkungen. Mhm. Was sind denn gesunde Kohlenhydrate? Jetzt was mal denkst für den, du denn, für den, was gesunde Kohlenhydrate sind? Da finden wir sicherlich in Pflanzen. Cento Punti. Was denkst du? Trau dich. Gesunde Kohlenhydrate in Pflanzen. Ich habe es jetzt gerade ziemlich leer, obwohl natürlich ich mich sehr. Also wo ist Zucker drin? In Gemüsen oder? Ja, also ja, ich sag mal, in welchen natürlichen. Ja, also schon mal in Obst. Lebensmitteln ist Zucker. Auf jeden Fall, aber es ist, ja. Der steht ja dann auch immer mal in, also die Fructose dann auch immer mal in der Kritik, aber es ist ja ein natürlicher Zucker, natürliche Fructose. Schlecht oder gut? Danke für die Vorlage. Natürlich ist Obst gesund. Ja, natürlich ist Obst gesund. Und meine Patienten müssen sich auch nicht am Riemen reißen, wie viel Obst sie essen. Oh, Gott sei Dank. So reagieren alle Frauen. Deswegen nehmen meine Damen auch glücklich ab, ja? Aha. Und die nehmen ab, trotz Obst. Wie kommt das Ganze jetzt? Das eine ist, wenn es jetzt wirklich ums Abnehmen ist oder um das Craving in den Griff zu kriegen, dann kommt es auch auf die Kombination an, in der man das isst. Aber
dürfen dann auch mal in dem Moment, da ist man noch nicht regulationsfähig, dann darf man auch mal meinetwegen zu einer Trockenfrucht greifen. Mhm. Aber dann lieber frisches Obst und Trockenfrüchten kombinieren als mit Nüssen. Mhm. Ja, und weil die Nüsse sind gar nicht so leicht verdaulich, ich weiß nicht, wer es weiß, ne? Aber um die verdaulicher machen, könnte man die auch erstmal einlegen in Wasser, dann wird ein Enzym aktiviert, das spaltet dann so einen Stoff auf, dann kann man es hinterher wieder trocknen und dann sind die leichter verdaulich. Trotzdem bleiben es erstmal mehr schwerer verdaulich als jetzt Obst und Trockenfrüchte. Mhm. So, aber Fett steigert die Insulinresistenz, nicht Obst. Also Fett dockt an den Insulinrezeptor an und erhöht die Insulinresistenz. Mhm. Esse ich aber Gemüse auch zum Obst oder wrap mir vielleicht mal die Banane in Salatblatt, dann senke ich auch das zum Beispiel wieder. Aber der Trick ist einfach, man kommt aus dieser Falle mit dem Craving raus. Mhm. Und das mit der Fructose. Das ist ja... Es ist so, die Fructose selber, die künstliche, ist unglaublich schädlich. Unglaublich. Weil uns künstliche Fructose wird uns untergejubelt. Auch zum Beispiel in konventionellem geschnittenem Brot aus einer Plastikverpackung ist das als technischer Hilfsstoff enthalten, als Zutat, als technischer Hilfsstoff, weil es da ein Feuchthaltemittel ist. Mhm. Und dann so viele Sachen, wo Glucosesirup, High Fructose Corn Syrup und so mit enthalten ist, das ist natürlich schädlich hoch 3. Und das hat man rausgefunden und jetzt hat man gesagt, Fructose ist immer böse, auch die aus Obst. Was macht man damit? Man hält die Menschen kränker, weil ihr das Obst vermeiden. Mhm. Jetzt habe ich ein Kind, was Biochemie studiert und der weiß ja, wie ich ticke und sagt, ich habe da eine Information für dich, Mama, die könnte total interessant sein. Oh, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig rum. Die Pflanzen, und das können nur Pflanzen herstellen, die stellen eine Fructose 2,6-Bisphosphat her. Und die unterstützt die Glykolyse. Das heißt, Fructose ist nicht gleich Fructose und die aus den Pflanzen unterstützt noch den Zuckerabbau. Ach. Und außerdem besteht ein Apfel oder auch eine Wassermelone, die als sehr süß und, da ist ja zu viel Zucker drin, gilt, besteht ja nicht hauptsächlich aus Fructose. Ein durchschnittlicher Apfel hat 12 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt rechnen Sie mal aus, wie viel man am Tag isst und wie viele Kalorien man braucht und was das so ist. Und eine Wassermelone, by the way, enthält unter 30 Kalorien auf 100 Gramm. Wie viel ist denn das? Nix. Und die, by the way, 93% Wasser. Also die hat ihren Namen nicht umsonst. Eine der seltenen Siliziumquellen, mineralreich, kann man sich im Sommer wirklich gut mit bewässern mit so einer Wassermelone. Wenn man jetzt Panik vor dem Zucker trotzdem hat, dann isst man halt ein bisschen Gemüse mit dazu. Ich bin so froh, dass du das sagst mit dem Obst, weil das war eigentlich schon immer, ist das mein Lieblingsessen in Anführungszeichen. Mhm. Und es ist mir immer irgendwie aufgestoßen in Anführungszeichen, wenn ich immer höre, ja, Obst, dieses ist schwierig und das ist schwierig. Ja. Und dann dachte ich, warum? Richtig gedacht, du hast noch selbst gedacht. Ja, aber ja, eine Frage ist, noch zu Obst, weil wie ich mal so angefangen habe, mich mit Ernährung zu beschäftigen, so in den Anfang der 90er Jahre, da war Fit for Life so eine große... Ja, kenne ich auch. Ja, habe ich damals auch gemacht. Genau. Ja. Und da heißt es ja dann immer Obst auf nüchternen Magen und genau. Obst mit nichts anderem kombinieren. Ja. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde warten, ist es sinnvoll? Ja, ich möchte das mal. Das ist, also wenn man das Gefühl hat, man verträgt kein Obst, dann ist das sinnvoll. Ah, okay. Ja, aber es ist nicht zwingend. Wer jetzt das Gefühl hat, ich habe keine Probleme mit Obst und by the way, es gibt keinen nachgewiesenen Mechanismus hinter einer erworbenen Fructoseintoleranz, wollte ich auch mal gesagt haben. Manchmal wird ja auch, man isst dann Obst als Nachmittagssnack nach dem Mittagessen, hat da aber Fleisch gegessen und das Obst wird beschuldigt, aber eigentlich ist noch das ganze Fett von der Mittagsmahlzeit im Blut oder im Darm und dann ist eben vielleicht doch das schwere Essen vorher der ausschlaggebende Punkt für Verdauungsprobleme oder höheren Zucker und nicht das Obst. Ich habe gerade ein paar Diabetiker in Behandlung, mit einem mache ich jetzt, dass der so ein Chip im Arm hat mit einer kontinuierlichen Glukosemessung und das ist traumhaft, wie das funktioniert und wie man das sehen kann, wie toll das trotz Obst funktioniert und der seinen Diabetes mit anfänglich recht hohen Werten wirklich
ich will noch nicht sagen weg hat, ja, aber er liegt nach dieser Messung bei 84% normaler Blutzuckerwerte und wir können genau sehen, wie er was kombiniert hat, wie er es umswitchen kann und wie es sich dann wieder verbessert. Mhm. Und da war, habe ich das jetzt richtig verstanden, ja, war Obst ein Gamechanger oder? Beim Diabetiker ist es noch, also der kriegt ein Ernährungskonzept, da geht es nicht nur um Obst, ne? Okay. Aber ich verbiete es denen nicht und es funktioniert und die dürfen auch Trockenfrüchte essen und so. Okay. Aber beim Diabetiker noch mehr als bei anderen, da, also die Kombination ist einfach schon auch wichtig und auch was man ansonsten isst. Man muss natürlich auch eine ordentliche Portion Gemüse essen und gerne auch grünes Blattgemüse, ne? Aber es gibt auch ein Buch, das dreht sich nur darum, ausschließlich von Salaten und Obst zu leben. Das ist dann selbst dann auch für mich irgendwann ein bisschen radikal. Aber da gibt es schlimmere Ernährungsempfehlungen. Mhm. Ja, also da isst man dann schon wirklich große Mengen. Und da muss man auch sagen, jetzt, ne, mit, also wenn man pro Mahlzeit einen ganzen Kopf Salat alleine isst und ein, zwei Kilo Obst dazu, dann kommt man schon auf alle Nährstoffe, die man so braucht. Aber da reden wir über solche Dimensionen, okay? Okay. Ja. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr interessante Lektüre und dann habe ich mir einfach mal selber so festgestellt, eigentlich mal aus Zeitmangel, ich hatte Salat und Wassermelone zu Hause und habe das dann vorm Sport. Ich habe es auch nicht angemacht, nur gewaschen, die Melone aufgeschnitten und vorm Sport gegessen und habe irgendwie festgestellt, oh, das war gut, das hat mir Energie gegeben, es hat mich satt gemacht, hat den Magen nicht belastet. Aha. Und das machen wir jetzt einfach öfter. Mhm. Ja, ich bin froh, das hört sich sehr sympathisch an und ich bin auch froh mit dem Obst, dass ich auch nicht schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich es mal mit etwas kombiniere, weil du sagst, solange es keine Probleme gibt, also spürbar. Wobei ich bin dann immer so im Zweifel, spüren wir denn tatsächlich alle Probleme, die wir uns mit Essen machen? Nein. Eben. Also wenn du so fragst, nein. Nein. Genau, weil unser Körper das so toll... Weil unser Körper ganz viel im Hintergrund regelt, dass sie gar nicht mitbekommen. Mhm. Und auch nicht, weil jeder Mensch ist auch nicht gleich sensitiv. Mhm. Ne? Aber ich merke einfach, während früher die Patienten, auch als ich mit der Biomedizin angefangen habe und etwas anders beraten habe, noch beim zweiten Termin vor mir saßen. So, und wann kann ich jetzt wieder normal essen? Ja, guten Tag erstmal, denkst du? Oh Gott. Also so war das. Es hat ja alles schön funktioniert, meine Gelenkschmerzen sind besser geworden, mein Stuhlgang auch, aber so esse ich nicht weiter. Das war ganz oft, und das habe ich jetzt fast nie, das habe ich jetzt nur bei Menschen, die wirklich noch aus anderen Gründen an ihrem Käse oder was auch immer hängen, ja, oder das dann gerne essen möchten. Oder jetzt hatte ich die Woche eine Dame, die hat, Ende letzter Woche hatte ich eine Dame, die hat beim zweiten Termin noch gefragt, ja, ich würde ja schon gerne noch Käse essen. Und die hat jetzt beim dritten Termin gesagt, und das war keine junge Frau, die hat gesagt, ich könnte das Essen und das Kochen wieder richtig feiern. Ich habe nämlich jetzt meinen Glaubenssatz auflösen können. Essen macht dick. Und ich habe wieder Spaß am Kochen und neue Sachen ausprobieren. Und ich habe wieder Spaß am Essen, weil ich werde nicht mehr dick davon. Und ich habe mir vor einigen Monaten einen Gürtel gekauft und den habe ich 7 Löcher enger geschnallt. Und bin glücklich und mir geht's gut. Und ich sage ja, ich mache es nicht über Leiden und Verzicht und Disziplin. Was ist dann? Kann man das irgendwie in Kürze darstellen? Was ist anders? Das ist, was wir jetzt heute hier besprochen haben. Das ist einer der Haupttricks, dass ich die Kohlenhydrate nicht verteufel. Die Kombination macht und natürlich auch außerhalb des Obst gibt es noch ein paar andere. Auch Kartoffeln kann man essen. Ne? Natürlich nicht als Pommes frites. Da reden wir nicht mehr über gesund, bitte. Aber dass ich das nicht verteufel und das ist gerade für Frauen, die sind so glücklich, ja, so ein wichtiger Baustein. Und dieses, dann habe ich gestern eine Patientin, die jetzt für 2 Wochen zu uns kommt, die eine sehr radikale Diät macht, ne, die eigentlich schon gut, gar nicht so schlecht war und die ist von ihrem Heilpraktiker dann auf eine extreme Low-Carb, fast ketogene Kost gesetzt worden und darf aber bestimmte Fleischarten essen und Nüsse und Fette und so. Und dann sage ich, ja, sie essen ja schon ganz schön viel Fett, ne? Ich esse doch kein Fett. Und dann, oh, sie haben mir erzählt, sie essen das und sie essen Olivenöl kommt dann dran und die Nüsse und das Fleisch und ein bisschen Gemüse. Und
Ja, wenn Sie das so formulieren, dann ist es wohl doch viel Fett. Man sagt, ich fühle mich nicht gut, ich kann das nicht mehr durchhalten, irgendwie schaffe ich es nicht. Und das ist eben oft, dass ich das zunehmend höre, ne? Und das wird auch junge Männer, oh, ich muss pumpen, ich brauche Proteine, das ist so hoch und wir haben das Maß verloren für die Menge an Proteinen und Kohlenhydraten, die wir essen, weil es so propagiert wird bei bestimmten Nahrungsmittelkombinationen, habe ich alle essentiellen Aminosäuren. Und 1950, da haben die Menschen im Schnitt 45 Gramm Protein am Tag gegessen. In den Blue Zones, wo die 100-Jährigen leben, die essen im Schnitt, raten Sie, 45 Gramm Protein am Tag. Die haben einzelne Tage, so zweimal im Monat, da kommen die mal dann auf 60 Gramm. Und wir essen in der Regel mindestens 70 Gramm. Eher geht es gerade Richtung 120, 130 Gramm Protein pro Tag. Mhm. Und woraus bestehen Proteine? Aus Aminosäuren. Mhm. Und woraus bestehen Fette? Aus Fettsäuren. Und die Menschen sind ja jetzt in der Urzeit auch nicht mit Ölpressen durch die Gegend gelaufen, ja, und haben Speiseöl. Also das ist mir letztens gekommen, der Vergleich. Eigentlich ist Olivenöl sowas wie weißes Mehl. Okay. Mhm. Es ist ein Auszugsprodukt. Mhm. Wir haben das Maß verloren, wie bei so vielen Sachen, auch zu den Ölen und Fetten und auch zu den Guten. Und alles, was gewachsen ist, was eine Zelle hat, also grünes Blattgemüse, ist ja unserer Zelle recht ähnlich. Warum ist es das? Weil es für uns das O2 herstellt. Das ist sogar bis da in diese Molekülgruppe, wo das O2 hergestellt wird und wo wir im Körper unser O2 in CO2 umarbeiten. Das sind sogar im Blatt und bei uns die gleichen Moleküle, nur mit anderen Zentralatom. Ja, Magnesium und Eisen ist da ausgetauscht, aber auch da ist gleich. Und so ein Blatt ist auch aufgebaut mit einer Zellmembran, die aus Lipiden besteht. Mhm. Es gibt Phytosterole, das ist die Pflanzenvariante von Cholesterin. Also, und Proteine sind da auch drin in so einer Pflanze. Sonst würde übrigens so ein Mattschaufen am Boden liegen, wenn die keine enthalten würde. Und dann sage ich auch unglaublich gerne, wovon ernähren sich denn Elefanten, Giraffen und Kühe? Von Pflanzen? Ja, aber von welchen Pflanzen? Ja, ich weiß. Wir haben etwas anderen Stoffwechsel und wir müssen halt den ganzen Tag fressen. Die wiegen auch ein Vielfaches von uns. Da muss man auch viel mehr davon essen. Wir können auch andere Sachen essen. Das ist auch okay so. Aber die Grundsubstanzen fürs Leben, die habe ich schon in dem grünen Blattgemüse. Mhm. Ja, und wenn ich das grüne Blattgemüse mit ein paar Sachen kombiniere aus unserem Alltag an Obst und Gemüse, dann komme ich auch auf alle essentiellen Aminosäuren und kann dann auch Proteine herstellen. Und um neues Kollagen zu bilden, da brauche ich übrigens nicht einfach, dass ich Kollagen schlucke oder Proteine esse. Ja. Wissen Sie, was man dafür braucht? Vitamin C. Ja, wo holt man sich das Vitamin C her? Noch besser aus Obst als aus Gemüse. Und die meisten Menschen und Bioärzte wissen auch nicht, dass Obst, Ausnahmen auf beiden Seiten, aber im Schnitt enthält das meiste Obst etwas mehr Fasern, Ballaststoffe als Gemüse. Mhm. Und auch ohne, dass man jetzt extrem ballaststoffreiche Sachen zu sich nimmt, wenn man ab 1 Kilo Obst und Gemüse aufwärts isst am Tag, kommt man auf eine sehr gute Menge Ballaststoffe. Es hört sich total gut an für mich, weil das ist etwas, was ich schon viele Jahre eben einfach, was die Hauptgruppe meines Speiseplans ausmacht, Obst. Und ich bin froh, dass du das so feierst. Und wenn die Mamas früher gesagt haben, Kind isst mehr Obst, dann hatte sie recht. Ja, das stimmt. Ne? Ist so. Ja. Und wir verteufeln es gerade. Das ist nicht okay. Und wir fügen vielen Menschen, vielen Frauen und Kindern Schaden zu. Und wenn die Kinder eine Dinkelstange statt ein Stück Obst bekommen, ist das keine Verbesserung. Nein. Ja. Apropos, Kinder müssen nicht permanent essen, bitte, oder aus Langeweile oder immer. Es ist schon okay, wenn die so bei 5 Mahlzeiten mit einem Rhythmus sind. 5 Mahlzeiten? Kinder, Kleinkinder, ja. Okay. Mhm. Ja. Frauen mit Kohlenhydrat-Cravings auch. Das war so. Und dann irgendwann, wenn man das richtig macht mit der Ernährung, das verläuft sich, dann kommt man wieder mit 3 Mahlzeiten hin. Ja, sollte doch reichen. Wieso? Wer sagt das?
Ja, das ist so der Standard, oder? Das ist genau. Aber ja, kann man ja mal hinterfragen, ob das für jeden so das Richtige ist. Ja. Ne? Ich sage nicht nur ein Stop-Essen, aber wer ein richtiges Problem im Fettstoffwechsel hat, der wird leiden zwischen zwei Mahlzeiten, wenn die zu weit auseinander liegen. Wenn sie um 6 Uhr morgens aufstehen, um 12 das erste Essen, dann sind 6 Stunden in der Regel zu lange. Da müssen wir fast ein schweres Frühstück haben, um über die 6 Stunden zu kommen. Und wenn man eine leichte Zwischenmahlzeit hat, dann nach 3, 4 Stunden ist bei normalerweise der Magen leer, außer man hat jetzt eine üppige, sehr fetthaltige oder sehr eiweißreiche Mahlzeit gegessen. Es ist halt die Frage, ob das wirklich erstrebenswert ist, dass der Magen länger als 4 Stunden voll ist. Und dann eine leichte Mahlzeit ist, ne, gehen wir nochmal von 6 Uhr, 12 Uhr aus, dann ist das bis 12 Uhr wieder verdaut und dann isst man auch wieder auf leeren Magen und dann ist es auch okay. Und mir ist auch, wenn ich um 12:30 esse und ich habe aber erst um 7 Uhr Abendessen, dann habe ich meistens so um 5 rum. Das stimmt. Also mittlerweile geht's, aber da habe ich dann trotzdem meistens so um 5 rum. Also Kleinigkeit könnte ich jetzt noch meine Restarbeiten erledigen, bis ich dann Abend esse. Eins habe ich noch im Kopf eben, also nicht eins habe ich noch im Kopf, eine Frage habe ich noch im Kopf zum Olivenöl, weil du ja gesagt hast vorhin, das ist... Ich sage nicht, Olivenöl ist schlecht, Nein. Das wollte ich nicht damit sagen. Ich wollte nur mal das Bewusstsein dafür schärfen, dass es eigentlich ein Auszugsprodukt ist. Ja, richtig. Und dass man es vielleicht dann in kleinen Mengen benutzt und nicht, dass es nicht nur, weil es ein gutes Öl ist, einen Freibrief hat. Ich kann dafür, habe ich früher auch gemacht. Und dann habe ich mal festgestellt, habe ich es mal sein gelassen. Es war sehr erhellend. Ja, ja. Also es gilt grundsätzlich eben einfach bei allem ein gewisses Mittelmaß zu behalten, oder? Nein, auch da kann auch ich nicht. Es ist komplizierter als es ist komplizierter. So. Ich habe immer gedacht, das Einfache ist das Neue. Also geht um alle, um Einfachheit, aber. Es ist auch kein, weißt du, ich kann da nicht drauf antworten, weil Mittelmaß ist kein definierter Begriff. Stimmt. Also es wird bei jedem in was anderes ausarten, wenn ich sage, ja, genau, mit dem Mittelmaß. Ja. Was ist von Olivenöl das gesunde Mittelmaß pro Tag? Nee, kann man so nicht sagen. Alles klar. Kommt auch drauf an, wo jemand gerade mit seinem Stoffwechsel steht. Ja. Es ist einfach sehr individuell und das, was wir eben einfach vor allen Dingen, was die Mikronährstoffe angeht, immer wieder auch auf unserem Sender betonen. Es ist wichtig, das ganz individuell anzuschauen und nicht einfach ins Blinde oder ins also blind zu supplementieren, weil der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, das ist gut oder der andere sagt, das ist gut. Ich glaube, damit sind wir uns einig, oder? Ja. Das ist schon mal wichtig. Okay. Wenn man jetzt das Gefühl hat als Zuschauer, oh, da wäre ich gut aufgehoben mit meinem Kohlenhydrat-Craving, mit meinem Suchtpotenzial, das ich da vielleicht habe. Wo kann man euch finden, wo man sich beraten lassen kann? Genau, oder auch? Unser schönes Center steht im wunderschönen Schwelbrunn. Und wir sind dort mehrere Ärzte und haben ein sehr herzliches Team und stehen eben schönerweise relativ viele Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, falls mal mit nur Supplementation oder Ernährung nicht ausreicht. Wo findet man euch im Internet eventuell? Damit man unsere Internetseite ist biomed-sonnenberg.com. Sehr gut, okay, vielen Dank. Dann wissen die Zuschauer auch da, haben sie eine gewisse Orientierung, wo kann man euch finden, wo kann man euch direkt kontaktieren. Ich finde es großartig, eure ganzheitlich ausgerichtete Arbeitsweise und vor allen Dingen mit der Leidenschaft, mit der ihr rangeht. Ich kenne ja den Dr. Med Thomas Rau auch. Und ja, ist beeindruckend auch die Geschichte, die hinter eurem Med-Center steht und natürlich auch die Geschichte, die hinter Thomas Rau steht. Und das finde ich einfach großartig und Vielen einzigartig. Dank. Vielen Dank für euer Wirken. Dankeschön. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Danke. Gleichfalls. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Dabeisein. Und ja, vielleicht sind auch Sie betroffen von Kohlehydrat-Craving. Dann sollten Sie es nicht einfach so stehen lassen und sollten sich mal die Hintergründe anschauen, woran es bei Ihnen liegt. Und am besten sorgen Sie dafür, dass Sie nicht mehr abhängig sind von irgendetwas. Alles, was Sucht ist, ist eben einfach grundsätzlich nicht gesund. In diesem Sinne, außer Sie sind süchtig nach unseren Sendungen, das sind Sie natürlich immer herzlich willkommen. Ich freue mich deshalb, wenn Sie wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Seien Sie achtsam, liebevoll und aufmerksam mit sich. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederschauen.